Aber Vater Pool hat seine Hausaufgabe in dieser Stadt gemacht. Five seconds.
first in this division will be a very tough one. Another Belgian rider, that must be Michael Matuna. Matuna in full position. And an uphill to the next descent. With one good brother over there. Keith Bradlow ready. And on the floor is increasing the pressure. Already after 6 minutes of racing. Because the weather forecast for the next coming 30 minutes is not that good. The wind will get stronger and stronger, so please be careful with the flags and all the other things. Here is the leader in the race. Here is Martin van Poel, almost on the end of Frans Plaats. En de grote vuur Martin van Poel. Position 4 for Michael van Poel, 22 seconds behind Martin van Poel.
in fifth position. Malcolm Ash back to 27 seconds. 30 seconds now. Let's see the score. Bobby Barrett. It is 7 for Lawrence Reed. 22 seconds. There we have it. Johnny Malasco. And the man for Phil Adelio. And his third position. Go. Der aufkommenden Sturmböen bis zu 70 km pro Stunde. Bitte alle Gegenstände, die nicht fest verankert sind, zu sichern, Zelte abzubauen, damit wir hier keine unnötigen Risiken eingehen. Fahrwechsel für Van der Poel. Elite 2019, er ist der Titelverteidiger, er war auch schon Straßenweltmeister aus Union, hat die Mountainbike-Weltcup gewonnen, im letzten Jahr das Amstel Gold Race, der Klassiker auf der Straße, ein Mann, der alles kann. In the race has 38 seconds. Thank you.
Thank you.
Casey Brook, Red Cross Shirt, Michael von Kuhnadam, Sadie Evening Edition, Red Cross Pizza, who's there with Don Ass, Red Cross Tomato, and Rich Lawson. Mathieu van der Poel, vielen Dank tegen Boekwijken wieder terug. Op deze standaardjes naar deze kerkelijk enorm aanstrengende aanpak. Technisch aanpak uit de weg. He must be almost there, I think, at the beginning of the final straight. First of all, taking a new bike, Mathieu van der Poel, with a lead of already more than 1 minute. 3 laps almost done, 4 more laps still to do. Die onderweg maakt in af de 14.
exceptionnel, 15. Der Tour professionell, erste Position. Sascha Wimmer, der beste Deutsche auf der 16. Curtis White, best US rider in 17th position. Philippe Ochs, best Spanish rider in 18th position. Und Michael Pogorov, best Canadian rider, 20th position. Und gleich dahinter 21. Position, Simon Zapp. First lap was in 9 minutes and 5 seconds, the second one in 9 minutes and 20 seconds, and the third lap was already in 9 minutes and 41 seconds, Christian. Yeah, the open side, and then the open side, the Thank you.
move all the time to most captain in the Melanie Cavalry. Thank you.
Jetzt
an Elisabeth vorbei. Sonja Francesco 7, Elisabeth 8, Quinten Hermanns 9 und Pierre Merlin 10. Das ist ein Wiener Wiener und der rechte Schweizer, das ist Simon Rück auf der 30. Simon Sade, Martin im Kampf mit 7,1 mit 20 der Position. Rudolf Martin auf der 23, Christian auf der 20. Before the finish, two more laps to do for Mathieu van der Poel, already two times world champion. Here he comes, after five laps, two laps before the end of this race. Nice, Mathieu van der Poel, Mathieu van der Poel, Tonarts kämpft. Er kämpft um den Anschluss zu Tom Pitcock. Für Arts wäre das natürlich eine schöne Sache, die Silbermedaille. Das wäre dann seine Serie, die er hier weiterführen würde. Vierter vor zwei Jahren, dritter letztes Jahr. Tom Pitcock wechselt in dieser Runde nicht. Sind wir gespannt. Wechsel Tonarts. Ebenfalls nicht. Kein Wechsel für beide Fahrer auf Position 2 und 3. Und was macht Wout van Aert auf der 4? Wout van Aert geht zum Radwechsel. Nimmt sich ein neues Band. Es kostet vielleicht 30 Sekunden. We're still battling on for second and Dutch spot on the for the Team these world champions. Here is Tom Pitcock fighting against Tom Aerts. Two left two for both these riders. Zwei Runden noch vor Pitcock. Er ist hier nur der Klasse, der Zwei Runden noch. Two laps also to do for Tom Aerts. Wout van Aert is nog niet geslagen. Two laps to go. Wout van Aert 1 seconden. Inter de bronzen medaille. En de laatste strijd. Two laps before the finish. He is the national Belgian league champion. Laurens Leek met Gunther. Voor Michael van Doen, maar als hij even van Aert, je moet wel de eerste afstrijd in de ronde heeft. Und dann kommt schon der zweite Niederländer Corné van Kessel. Thank you.
Bernard Cettenheim was the real master. Was der für ein Comeback in dieser Saison hingelegt hat. Da sind wir, glaube ich, nicht mehr selber der Ordnung. Go, go, go!
uns hier auf die Entscheidung, auf die nächste Entscheidung abgewartet. Und sieht noch aus, ein neues Point. Aber das letzte Wort zwischen Pitchock und Arten ist noch nicht gesprochen. Minuten nun absolviert in dieser letzten Runde.
ziemlich genau 2 Minuten bis zur Entscheidung. Und Donald kämpft immer noch in der Top-Richtung. Donald gibt sich nicht geschlagen. Das auch zu Recht. Im Crosssport, besonders bei diesen Bedingungen, kann es ganz, ganz schnell gehen. Selbst Mathieu van der Poel könnte aufgrund eines Effektes hier in den letzten 2 Minuten seinen sicher geglaubten Titel noch verlieren. Van der Poel kämpft, kämpft, kämpft und jeden Meter versucht ihn noch ein bisschen Grünfläche zu suchen. Beziehungsweise zu finden, dort wo es besser rollen sollte, aber es gibt mir viel Grün auf dieser Strecke. Van der Poel runter, vom letzten, natürlich die Hügel, beziehungsweise vom letzten Grashügel runter. Es fehlt noch die letzte Tour, die letzte Brücke, und dann begrüßen wir hier Mathieu van der Poel zu seinem dritten Olympiatitel, zu seinem sechsten Olympiatitel. Letzte Wechsel zu einer Tür, Mathieu van der Poel. Applaus vor den Betreuern, vor den Mechanikern, auch von den anderen Nationen. Namen und Fahnen. Das hat man ja auch schon gesagt. Schön, einsetzlich. Thank you.
Ja, das Sieg. Natürlich schauen wir auf die Top 10. Aber der Zweck, der Wissenschaft ist der Matthew, congratulations. You arrived as the favourite today and you come away with the world title. How special is it to be able to ride in the rainbow jersey for another year? Yes, pretty special. It was one of my big goals this season, as I said before. I have no other classifications to defend, so this was one of my big goals. And I think I had one of the best days of this season already, so I'm really happy how it worked out. Right from the first lap, you managed to get a gap. Were you expecting it to break up so early? Yeah, I expected it to break up, but because the course was really, really tough. I think it's one of the hardest races I've ever done, especially those last laps. The bridges were almost too hard to get up. And yeah, I think, as I said before, it was a very honest race. The strongest men were in front immediately, and I think that's a good thing at the World Championship. Fantastic. And you mentioned the course there. Rained quite a bit today, tough conditions, quite technical in the end. Do you feel it suited you as a rider? Yeah, I think so, but it was harder when it stopped raining, actually, because then the mud dried up a little bit and it got even harder to ride through. So maybe it was better that it just kept on raining, but yeah, felt really strong. And when I managed to get away in the first lap and to get a gap immediately, it gave me wings, of course, and then I think I rode the perfect race. Congratulations.
boom, 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 boom. Ladies and gentlemen, we are ready to start with the award ceremony after the race in the men elite category. May I have our tune, please? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir bitten Sie um Ihre Aufmerksamkeit für die Siegerehrung der Radkör-Weltmeisterschaften 2020 in Hübendorf. Ladies and gentlemen, dear cyclocross fans from around the world, your attention please for the official award ceremony after the 2020 World Championship Cyclocross organized in Dübendorf, Switzerland in the Men Elite category.
Das ist die offizielle Siegerehrung der Kategorie Elite Herren. During this ceremony, the medals and also the rainbow jersey will be presented by Mr. David Lapartien, the president of the UCI. Die Medaillen und das Weltmeistertrikot werden überreicht vom UCI-Präsidenten David Lapartien. In third place, the winner of the bronze medal representing Belgium. Auf dem dritten Platz und Gewinner der Bronzemedaille aus Belgien. Your applause, please, for Don Ernst! Well done, bronze medal, third place, and a big round of applause for Don Ernst! And then, in second place, the winner of the silver medal representing Great Britain. Auf dem zweiten Platz und Gewinner der Silbermedaille aus Großbritannien. Silver medal for Thomas Pitcock! Well done, Thomas. And then, ladies and gentlemen, the new world champion, the winner of the gold medal, representing the Netherlands. Auf dem ersten Platz, Gewinner der Goldmedaille und neuer Weltmeister aus den Niederlanden. World champion, Mathieu van der Poel. It's his third man elite world title. He stays in the most beautiful jersey. And the gold medal is for him. And a big round of applause for the new world champion, Mathieu van der Poel! Een applaus voor Mathieu van der Poel, Thomas Pitcock en Don Ernst. And now the flowers, Christian. Die Blumen werden überreicht vom Swiss Cycling Co-Präsidenten Patrick Hunger. The flowers will be presented by Patrick Hunger, Co-President of Swiss Cycling. Flowers, first of all, for Tom. We have flowers coming up, of course, also for Thomas Pitcock. And then flowers for the new world Man Elite Cyclocross Champion, flowers for Mathieu van der Poel! May we have, ladies and gentlemen, your attention right now, please, for the national anthem of the Netherlands. We bitten Sie um Ihre Aufmerksamkeit für die Nationalhymne der Niederlande. Today in Dübendorf, Don Ernst, Stan Pitcock, and in the middle, the new world medal elite champion in cyclocross, Mathieu van der Poel. Okay, thanks a lot, guys. Thank you very much, also, Mr. Lapartien. Thanks a lot, Mr. Hunger. And thanks a lot to everyone who visited these World Championships. See you next year in Ostend, Belgium.
Wir bedanken uns bei jedem einzelnen Zuschauer, bei jeder einzelnen Zuschauerin für diese tollen Radtour-Weltmeisterschaften 2020. Die Show geht weiter. Im nächsten Jahr nach Belgien. In Ostend, das war's. Goodbye. Tschüss. Ciao. Thanks a lot, Christian. Great job, great job. Hop, deuxième. Merci beaucoup. Il y en aura un peu plus après. Ouais, je sais. On a juste une dernière petite photo.